Ja, liebe Freundinnen und Freunde, nach der Rede von Winfried Kretschmann, da muss ich ehrlich sagen, da war ich ein bisschen stolz. Stolz nicht nur, dass ich Baden-Württembergerin bin, sondern stolz auch für Baden-Württemberg, für uns Grüne, das Europaparlament zu vertreten. Und das ist mir besonders wichtig in einer Zeit, wo wir zusehen müssen, wie diese rechten Strömungen um uns herum immer stärker werden. Und dieses Stärkerwerden gerade auch in einer Zeit, wo die Herausforderungen, die wir zu lösen haben, eigentlich immer größer und globaler werden. Die Flüchtlingsbewegung weltweit, aber auch hier, die vielen Krisen um uns herum, die immer näher heranrücken, aber auch Umwelt, Klima, das soziale Auseinanderdriften unserer Gesellschaften, wo die Rechten ganz massiv daran weiterarbeiten, um selber dazwischen hochzuschwimmen. Und in all diesen Problemen, da können doch nationale Egoismen und zusehend eine Renationalisierung der Politik überhaupt nicht weiterhelfen. In keinem dieser Themen, in wirklich keinem dieser Themen können wir außer in einem wirklich europäischen Konsens weiterkommen. Umweltschutz lässt sich doch nicht eingrenzen. Wir können doch nicht zurück in Schutz- und Schmutzgebiete. Erderwärmung, das ist doch kein nationales Phänomen, das werden wir überall haben. Und unsere Gesellschaften, die sind mobiler denn je. Sie sind aber auch besser informiert als je zuvor. Und dadurch wird viel soziale Ungerechtigkeit sehr viel schneller sichtbar, sehr viel deutlicher, und das weltweit. Und es wird auch sehr viel schneller sichtbar und sehr viel deutlicher sichtbar, wo wir Umweltsünden, wo wir Klimasünden hinterlassen. Und auch das weltweit und nicht nur vor unserer Haustür. Und das erfordert verantwortliches Handeln. Verantwortliches Handeln auch weltweit. Und das heißt auch das Zusammendenken aller Politikebenen, ob Agrar, Wirtschaft oder Handelspolitiken, das können wir doch nicht trennen von unseren Umwelt-, Klima- oder sozialen Politikfeldern. Die Dinge, die gehören zusammen. Und wer bitte, wer könnte das besser als eine Europapartei, wie wir Grünen es sind? Danke.